Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ich habe letzte Woche einen dummen Fehler gemacht und, nein, letzte Woche nicht, letzte Aufnahme und musste sie nachvertonen. Ich war mir überlegen, ob ich sie einfach nochmal neu aufnehme, aber das war eine gute Stunde und es ist viel passiert, was eigentlich lustig war. Naja, wenn ihr das diese Folge seht, dann habe ich sie wahrscheinlich neu vertont. Und jetzt gehen wir hier hinein. Das hier ist auf jeden Fall nun wieder richtig live. Live ist gut. Also richtig. Der Ton, die Tonaufnahme, während ich spiele. Oh, interessant. Tatsächlich nichts. Nachdem ich. Mist! Sie hat mich doch noch gerade auf den letzten Drücker gesehen. Naja, das ist jetzt ungeschickt gewesen. Aber es ist interessant, nur sie hat mich entdeckt, obwohl ihre Kollegin da ja auch gerade noch stand. Kleinigkeit, ein Happen Essen würde ich jetzt gerne. Ja, so ein Eintopf bringt nicht viel. Oh, die Eisbanken sollte ich mal konsumieren. Ach, das gute alte Brot. Wäre jetzt aber ein bisschen übertrieben. Was? Hasenpfote. Ich schätze, die muss man erst kochen. Ja, alles für eine schlechte Krustenbroten. Ach, dann warten wir ein bisschen. Mein Bogen, was ist mit meinem Bogen? Bogen hat keine Ladung mehr. Mist, ich dachte, ich hätte noch mehr Seelensteine. Ich hatte den noch aufgeladen. Ah, war das eines der Schwerter, das ich aufgeladen habe? Das ist eine gute Frage. Was bringt eigentlich in so einer Situation mehr? Die Feuerpfeile? So, man wundert sich deine Kollegin nicht. Okay. So eine kostbare Robe. Oh, die scheint tatsächlich schon ein bisschen über dem Haltbarkeitsdatum zu sein. Kristallhaken. Das ist eine Nahkampfwaffe. Habt ihr hier zufällig ein paar Seelensteine? Sollte nicht so unglaublich viele Fackeln mitnehmen. Das ist ja meistens doch nicht. Hey, Moment mal.
Ich habe das Gefühl, das verbraucht jetzt einfach wahnsinnig viel Ladung. Das ist nur eine Flagge. Gut. Interessant. Was wird da wohl ausgelöst? So viel zum Thema Neugier. Aber nicht schlecht. Gut, dass die Kartoffel da, was wir gegessen haben, noch wirkt. Eine Leiche? Hier. Ah. Ja, die Entropie-Magierin. Und da kann ich dann nur. Was haben wir da unten? Nein, hier. Ah, aber wahrscheinlich hat es das auch gleichzeitig geöffnet. Und wir sind ja wieder voll geheilt. Also sollte ich mich nicht allzu sehr daran stören. Vergessen. Dass ich schleichen sollte, um den Bonus zu bekommen, sonst bekomme ich ihn auch nicht. In einer Situation wie dieser. Wenn sie mich eigentlich noch nicht gesehen haben. Ist das, was jetzt geöffnet wurde? Hier ist ja nicht viel. Moment mal. Ein gefüllter Seelenstein. Danke, Leute. Stahlleuchtes Hinterhalt, das klingt wertvoll. So, die Papierrolle war eh nichts mehr. Ring der Präzision. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Was trage ich jetzt als Ring? Ring des Feingefühls. Schlösser knacken ist 10% einfacher. Ich glaube, da bringt mir damit für die Bögen mehr. Jetzt ziehen wir den mal an. Noch was Interessantes. Topf, kleine Amphore. Stahlschild, also nicht. Oh.
Jetzt wird's interessant. Nasina, ich hoffe nur, Ornat des Mysteriums. Immer wenn ich benannte Charaktere wie die jetzt treffe, dann habe ich Angst, dass die eigentlich was. Aber das hatte ich in Nähe schon, das hat sich nie als wahr herausgestellt. Mein Rüstungswert. Oh, das Gewicht ist extrem. Zerstörtes Buch. Diebes Handschuhe. Gewicht 2, Wert 58, nehmen wir. Und eine Lernungsschatulle. Ring der Läuterung macht. Was macht er? So, wer bist du? Schade, das wird mir nicht angezeigt und ich weiß es nicht auswendig, weil es gibt ja mehrere Göttinnen. Es kann keine gute gewesen sein, die Nasina. Wenn hier so dunkle Magie im Raum steht. Also hier geht es nirgends weiter. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was dieser Kettenzug hier macht. Ah, mach die Tür da. Das ist einfach nur Licht. Hast du schon reingeschaut? Da war ich schon dran, ja. Ah, gut, den Pfeil kriege ich natürlich nicht mehr, das habe ich ja festgestellt. Ist das auch hier von oben? Nur ein bisschen. Also, dann folgen wir wieder unserem Meister nach unten. Bis wir in Nebelheim sind, habe ich schon wieder unsere ganze Tragekapazität aufgebraucht. Jetzt dürfte es ja eh nicht mehr lange gehen, dann sehen wir den Meister wieder. Ich höre da was. Oh, nein, hab ich gedacht, da hängt eine Spinne an der Wand. So viel zu tun. So wenig Zeit, ja, kennen wir alles. Pachterherr? Ah, du bist ein Miradenwächter. War ich schon mal bei dir? Ich glaube ja. Oh, ich habe hier noch einen gefüllten Seelenstein. Den sollte ich gerade mal einpacken. Dafür kann ich aber sicher einen Haufen anderen Schrott rausnehmen. Und nicht nur Schrott, auch Bücher, die wir auch noch dabei haben. Das sollte ich vielleicht noch lernen.
Das kann ich ablegen, das kann ich ablegen, das kann ich ablegen, das kann ich ablegen. Die kann ich ablegen, das kann ich ablegen. Eins davon. So, Wünschebrunnen, Sonnenküste. Das ist noch ein Buch. Gut. Weiter geht's. Eigentlich kann ich hier alles ablegen, oder? Außer Salz. Wichtiger sind die Sachen, die alten Entropie oben. Amulett der Magieresistenz. Trage ich ein Amulett? Ja. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. Bringt wahrscheinlich mehr. Leichte Rüstung, Liebeshandschuhe, feine Kleidung, feine Hut und so weiter. Das behalten wir alles. Gewand des rätselhaften Nomaden hinweg. Ornat des Mysteriums. Sehr wertvoll. Ring der Ausdauer, Ring der Läuterung. Elementarlehrling, Ring des Feingefühls. Den behalte ich mal. Ich kann den ja jederzeit anziehen, wenn ich es brauche. So, der Schleier ist auch nur für Zauberer. Das, die Ringe sind einfache Ringe. Waffen. Kalte Nacht muss ich nicht mit mir rumschleppen. Eisenklemmer der Flamme auch nicht. Die Stäbe sind auch nicht wirklich was für mich. Stahlleuchte des Hinterhalts brauchen wir auch nicht. So, dann habe ich doch wieder reichlich was an Kapazitäten freigeschaltet, freigemacht. Ich habe hier einen Haufen Tränke, die ich wirklich nicht alle brauche. Oh, Unsichtbarkeitstrank, das kostet nur 30. Naja, macht auch nicht für 8 Sekunden unsichtbar. Gut. Speichern. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Ja, du bist ja stoned. stoned. ich muss nicht weg. Ich bin genau da, wo ich hin muss. Dachte ich. Ja, ich muss da nur noch einmal quer durch der Straße folgen. Oh, neue Musik. Ah, wir sind wieder in diesmal. Und hier ist jetzt. Das ist der Düstere. Dass uns das nichts mehr ausmachen kann. Oh, da sind aber diese Chitauri-Biester. Die heißen hier garantiert anders. Da ist schon einer. Oh, da hat nochmal gespuckt, habe ich das abbekommen. Und das war garantiert nicht der Einzige. Wer singt hier? Oder gehört es zur Musik? Ah, Kanistenfieber ist gestiegen. Ich dachte, dafür hätte ich diese... Warte mal, ich glaube den. Oh, gleich bin ich tot.
Ah, diese Scheißviecher. Aber da das Arkanistenfieber dort aussteigt, werde ich wohl den Myradenturm nehmen. Ich dachte, dieser Splitter, den ich habe, sollte mich davor beschützen. Moment, sag mal, habe ich den vielleicht gar nicht mehr dabei, aber das ist doch ein... Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das genau heißt. Wahrscheinlich S-Splitter. Also verkauft habe ich den garantiert nicht. Habe ich den noch hier drin? Schreitet! Nee, sieht nicht so aus. Gold habe ich genug, um... Die Dame, wohin soll's gehen? Ich möchte mit dem Raden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Na... Nebelheim, bitte. Ja, wenn ich da an die Prüfung denke, die eigentlichen Gegner der Prüfung waren total einfach. Und so, jetzt müssen wir schnell auf die Karte schauen. Hier wird mir nicht richtig angezeigt, dass wir in welche Richtung wir müssen. Aber das da sieht nach dem Wald aus. Dann geht es sicher in die andere Richtung. Gerade vom Nebelheim. Ja. Da drüben ist ein verbrennendes Feuerchen. Aber es ist kein direkter Weg. Das ist doch ein Turm. Kann ich noch mal ein bisschen Ausschau halten hier oben? So, jetzt eine. Natürliche Brücke, da unten das Häuser. Ich schätze, dass da unten ist die Stadt. Habe ich dem ersten die Wurst geklaut? Stone, tut mir leid. Huch. So, jetzt aber die Frage immer noch. Wie komme ich denn jetzt da runter? Nicht durch den Brunnen. Wahrscheinlich geht's hier lang. So, da brennt ein Feuerchen. Ah, hi. Da haben wir uns sehr, so sehen wir uns wieder. Jetzt sollte ich ihn fragen, ob er sein Lebensziel erreicht. Was um Himmels Willen ist hier los? Du Scheiße! Die sind ein bisschen fähiger als ich dachte. Was ist denn das für ein Vatür?
Wieso war der Wattier so viel? Hat er so viel mehr ausgehalten? An anderen Stellen waren die ja schon fast keine Gegner mehr. Gerüchte aus Näherem besagen, dass die Lichtgeborenen vor 2 Jahren getötet wurden. Ah, noch gar nicht gereist. So viel zu tun. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Ich möchte fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Nebelheim, bitte. Hier. Ich speichere jetzt mal schnell, dass wir dann für den Fall der Fälle hier gleich wieder da sind. Das ist interessant, dass es hier so diese Belagerungsmaschinen hat, aber so ungünstig stehend. So, jetzt pass mal auf. Tatsächlich noch ein Ticken zu weit weg. Meister! Ich schieße hier absolut blind. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich sie rauslocke. Das ist einfach noch zu weit. Ja, Position funktioniert. Ist nicht funktioniert. Ja, ja. Hey. Was war denn das jetzt? Ja, jetzt sind sie zu weit weg. Aber selbst der Meister hat Schwierigkeiten mit denen. Das brauche ich nicht zu schießen. Ich verschwende hier nur Pfeile. Wo ist der zweite Wattier? Ah, die sind immer noch am Kämpfen. Also das sind definitiv gehören die da zu den heftigeren. Ja, dann glaube ich. Aber da oben ist noch einer.
Na, ich glaube, er hat mich. Ah, das sind sogar noch zwei. Auf die Unterstützung des Meisters. Und der haut ab. Nein, nicht gut. Na komm, jetzt. Ich treffe aber auch nie. Huch, wo kommst denn du her? Ah, bitte. Ah, wo ist er? Ich sehe dich nicht. Wie schafft er das? Von drei Seiten gleichzeitig angegriffen worden, das war natürlich nicht zu überlegen. Der hat praktisch denselben Trick verwendet wie ich auch. Was ist denn hier deswegen? Das ist ja Flechte. Hier ist alles ein bisschen heftig. Aber heftigst heftig. Was? Hey, hörst du wohl auf? Nebelheim ist eindeutig eine Nummer zu hoch für mich. Oh, ich glaube, das ist Nebelheim da oben.
War ich eh in der falschen Richtung unterwegs? Also jetzt nervt es dann so langsam. Oh. Und ich versuche mal rechtzeitig zur Stadt zu kommen. Was? Um Himmels Willen ist das? Das ist nicht die Stadt. Das ist eine Ruine. Das ist vermutlich die Stadt, die hier, für die die ganzen Befestigungsbrecher waren. Natürlich. So, da unten im Feld stehen sie rum. Da oben hat es zwar Türen ohne Ende. Wo ist denn jetzt eigentlich der Meister? Also, wenn ich mal voll bewaffnet durch die Gegend laufe und mich nichts anderes traue, dann will das schon was heißen. Unten ist dieser verwunschene Wald, also war das doch richtig. Deswegen kam der auch von da unten hoch. Was sagt denn die Karte jetzt? Ja, die Karte sagt, dass ich da zum Miradenturm komme, mehr sagt die nicht. Also muss ich mich hier auf den ein oder anderen Kampf jetzt einlassen. Immerhin lichtet sich der Nebelheimer Nebel mal ein bisschen. So, hier hatte ich das letzte Mal einen Bogenschützen am Hals. Aha, genau, da kommen noch drei Mistviecher.
Aua. So viel zu tun. Was beschwerst du dich? Ich bin hier die ganze Zeit am Sterben. Wie überlebt der Typ das die ganze Zeit am Marken? Mit so viel Feindlichen in der Umgebung. Na super! Ich weiß noch nicht mal, von wo die Gefahr kommt. Ich schätze mal, ein Bogenschütze. Hallo? Kannst du mir mal sagen, was mich da gerade angegriffen hat? Da! Erwachte Verlorene. Ah, guck mal an, wer da noch. Du stößt mir jetzt aber einen ziemlich eindeutigen Weg, auch wenn du hier schön tankst. Geht's? Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Alter Unfall? Echten Bogen. Wohin soll es gehen, fragt er mich. Ich hätte jetzt wirklich zu gerne eine Ahnung, wo ich hin muss. Ich fürchte, die Antwort läuft immer darauf hinaus. Dass es irgendwo da oben ist. Was ist das? Arp? Was um Himmels Willen ist ein Arp? Es
sollte was essen. Interessant. Alle diese alten Runenpfeile, die machen einen Versuchsschaden. Jetzt ist es interessant, kommt man denn da hoch zu dem Enderer-Zeichen? Und wo geht's da rein? Nebelheim-Kanalisation. Das heißt, das hier ist Nebelheim. Ich versuch's mal unten rum. Die Flamme. Die Flagge steht steil, still, total still. Nicht so aus, als ob ich hier nach Nebelheim komme. Ich habe keine Ahnung, was Arfs sind. Ich versuche mich mal durch die Kanalisation reinzuschleichen und die Speichersicherheitshalber mal. So, und ob ich das schaffe, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sag erstmal bis bald und tschüss.